Als ich neulich rekapitulierte, welche denn eigentlich die liebsten Bücher sind, die ich je gelesen habe in meinem Leben, da kam ich recht schnell auf ein Buch, eine höchst amüsante Winterkomödie, über die ich auf diesem Kanal noch kein Sterbenswörtchen verloren habe. Und deshalb dachte ich mir, wird es höchste Zeit, mal etwas dagegen zu unternehmen. Und außerdem brauchte ich ein neues Video. Also perfekt, verbinde ich beides. Der Autor ist Erich Kästner. Einige von euch wissen vielleicht, dass Erich Kästner ein sehr vielseitiger Schreiber war. Er schrieb Lyrik. Berühmtheit erlangte er durch seine Kinder- und Jugendbücher. Er war aber auch journalistisch tätig. Er veröffentlichte Glossen, Essays, ja, Aphorismen, Drehbücher und andere Zeitkritiken, für die er bei den Nazis in Verruf geriet und schließlich verboten wurde. Ja, er war der einzige deutsche Autor, überhaupt der einzige Autor, der bei der Verbrennung seiner Bücher auf dem Bebelplatz vor der heutigen juristischen Fakultät der Humboldt-Uni, damals war das die Staatsbibliothek, anwesend war und gesehen hat, wie Goebbels höchstpersönlich seine Bücher auf den Scheiterhaufen geworfen hat. Kästner war aber auch Romanist. Einer seiner bekanntesten Romane ist die mehrfach verfilmte Verwechslungskomödie Drei Männer im Schnee, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Das Ganze spielt im Grand Hotel Bruckbeuren, womit, wie Kästner später selbst schrieb, das Grand Hotel Kitzbühel gemeint war, das er gern und oft besucht hat. Kästner liebte es nämlich, seinen, ja, Frühjahrsurlaub in den Alpen zu verbringen. Weniger, weil er begeisterter Skiläufer war, sondern vielmehr, weil er es geliebt hat, sich stundenlang im Liegestuhl zu sonnen, im Hochgebirge, umgeben von Schnee und einer grandiosen Aussicht. Und weil er die Menschen dort gern beobachtet hat. Allen voran die Reichen, die sich dort herumgetummelt haben, die er nie ohne Abscheu betrachtet hat. Ganz besonders die Damen, die ganz feinen, herablassenden Damen, die gepuderten Pelzträgerinnen, die konnte er überhaupt nicht leiden. Im Zauberlehrling schreibt er über sie: Dafür, dass sie keinen Funken Gefühl im Leibe haben, kann man sie vielleicht nicht verantwortlich machen. Doch dass sie sogar noch stolz darauf sind und ihre kalte Lebensgier staunend bewundern, statt sich ihrer ein wenig zu schämen, erbost mich stets von neuem. Die gesellschaftlichen, vor allen Dingen modischen Sittennormierungen, die konnte er erst recht nicht ertragen. Darüber hat er sich spöttisch in Brief aus dem Winter ausgelassen. Da schreibt er: Wissen Sie vielleicht, ob der Herr die Enden der Smoking-Krawatte über oder unter den Ecken des steifen Kragens zu tragen hat? Sie wissen es nicht? Und Sie leben noch immer? Ja, diese Gesellschaftskritik, die schwingt auch in Drei Männer im Schnee mit. Wie gesagt, es gibt mehrere Verfilmungen. Die bekannteste und wahrscheinlich auch beliebteste ist aus dem Jahr 1955 eine österreichische Produktion, die passenderweise am Grand Hotel Kitzbühel, also an dem Hotel, das Kästner als Vorbild gedient hat, spielt und bei dem Kästner sogar mitgewirkt hat. Er war anwesend bei den Dreharbeiten. Auftretende Figuren sind der Multimillionär Geheimrat Eduard Tobler, ursprünglich Schlüter, deshalb auch in den Filmen Schlüter, der sich beim Preisausschreiben seiner eigenen Firma unter falschem Namen bewirbt und einen 10-tägigen Skiurlaub in eben jenem Grand Hotel Bruckbeuren gewinnt. Wieso tut er das? Na, er hat es satt, immer den Reichen zu spielen. Er hat Lust auf einen Perspektivwechsel. Er will wissen, wie man ihn betrachtet, wenn er einmal in andere Kleider schlüpft, und will so auch die Möglichkeit bekommen, die Menschen eingehend, unvoreingenommen zu studieren. Deshalb checkt er nicht in seiner wahren Person ein, sondern verkleidet sich als armer Mann namens Schulze. Ich ahne Fürchterliches. Du willst als dieser Schulze. Erraten, geliebtes Kind, ich will. Ich will das Glashaus demolieren, in dem ich sitze. Ich reise als armer Teufel. Er ist aber nicht alleine. Er hat seinen Diener mitgenommen, seinen treuen Diener Johann Kesselhut, der wiederum während dieser 10 Tage einen reichen Herrn spielen soll. Keine Bange, Johann fährt ja mit. Ich? Jawohl. Sie werden im selben Hotel wohnen und ständig in meiner Nähe sein. Aber Sie werden mich nicht kennen. Sie reisen als wohlhabender Privatmann. Ich habe nie etwas anderes sein wollen als Ihr Diener. Herr Schulze hat keinen Diener. Toblers Tochter Hildegard und seiner Haushälterin Frau Kunkel bereitet ein wenig Sorge, dass man ihren Herrn Tobler dort schlecht behandeln könnte. Und warnen die Hoteldirektion vor, dass ein als armer Mann verkleideter Millionär bei ihnen eintreffen wird. Er darf auf keinen Fall merken, dass Sie Bescheid wissen. Er soll glauben, dass man ihn für einen armen Teufel hält und trotzdem mustergültig behandelt. Doch der Plan geht schief, denn
Derjenige, der den ersten Platz beim besagten Preisausschreiben gewonnen hat, ein gewisser Dr. Fritz Hagedorn. Ein junger, kluger, aber arbeitsloser Mann, der in kläglichem Aufzug dort ankommt, wird fälschlicherweise für den Millionär inkognito gehalten. Und aus dieser Ausgangslage entspinnen sich Missverständnisse ohne Ende. Die Komikerin besteht aus dem Wissensvorsprung, den der Leser gegenüber den meisten der anderen Figuren hat. Wir amüsieren uns über die Unwissenheit der anderen. Hagedorn weiß nicht, warum man ihn derart fürstlich behandelt. Tobler und Kesselhut ahnen, was da vor sich geht, dürfen aber nichts sagen, müssen Stillschweigen bewahren, wollen nicht, dass ihre Tarnung auffliegt. Daraus entspinnen sich natürlich auch irrwitzige, hinreißende Dialoge. Und es wird so ein süffisanter Grundton erzeugt, so eine Grundierung, die einen nicht mehr aus dem Schmunzeln entlässt. Kesselhut war meine Lieblingsfigur, der Diener, der seine Rolle ja doch nicht ablegen kann. Den Diener so verinnerlicht hat, dass er immer die Fusseln von Toblers Jackett zupfen möchte oder ihm den Staub hinterher wischt. Sind Sie verrückt geworden? Entschuldigen Sie, Herr Schulze. Ja, schon gut. Ja, zugegeben, es sind Stereotypen, ja. Der Diener, der übertrieben ergebene Diener, Kesselhut, die Reichen und ihr Materialismus, ihre Oberflächlichkeit, ihre Reaktion darauf, als sie hören, ein Millionär ist im Hotel, wie sie sich an ihn heranwanzen. All das ist ein wenig überspitzt dargestellt, aber Stereotypisierung, Übertreibung ist ein völlig legitimes Element der Komik. Davon lebt die Kästner-Komik. Andernfalls wäre alles nur halb so lustig. Kästner muss es geliebt haben, die gesellschaftlichen Perversionen der Oberschicht genussvoll zu sezieren. Es war eines seiner Lieblingsthemen. Zwischen diesen drei Männern im Schnee entwickelt sich aber auch eine Männerfreundschaft, die ein beglückendes Ende findet. Die Figurenzeichnung ist ohnehin Kästners größte Stärke. Wenn es darum geht, menschliche, warmherzige Figuren zu entwickeln, die man notwendigerweise ins Herz schließt, ist Erich Kästner der richtige Ansprechpartner, wenn er denn noch unter uns weilen würde. Er schrieb für diesen Zweck leichte, unbedeutende, aber nicht uncharmante Unterhaltungsromane, die verschwundene Miniatur, drei Männer im Schnee, solche Sachen, na ja, die hat er dann eben, um Geld zu verdienen, geschrieben. Ja, das stimmt durchaus. 1934 hat Erich Kästner das Buch unter Pseudonym veröffentlicht, aus Geldnot heraus, auch nicht in Deutschland, weil er ja bereits bei den Nazis in Verruf geraten war, sondern in Österreich oder der Schweiz. Aber das ist doch kein taugliches Qualitätskriterium, oder? Wie viele der großen Werke der Weltliteratur sind denn nicht aus Geldnot heraus entstanden? Und unter humoristischen Gesichtsgründen ist das hier ein Meisterwerk. Jeder Satz, jede Pointe sitzt. Es hat mich herrlich unterhalten, hat mich köstlich amüsiert. Wer schlechte Laune hat und ein Mittel gegen seine schlechte Laune sucht, der möge nur ein wenig in drei Männer im Schnee blättern und schon ist seine gute Laune wiederhergestellt, ich garantiere es euch. Also tut euch bitte den Gefallen, lest es. Ja, wenn's euch nicht gefallen sollte, dann gebt mir die Schuld, aber es wird nicht passieren. Natürlich darf man in sprachlicher Hinsicht ja kein besonderes Werk erwarten. Wir bewegen uns innerhalb des Genres Humor, Komödie, Satire. Da erwartet man keinen ausgefeilten, faszinierenden Schreibstil. Ja, soll heißen, Kästner beschreibt seine Szenen in kurzen, prägnanten Sätzen, vielen Hauptsätzen. Das ist gut so. Der simple Schreibstil wird dem Genre allemal gerecht. Ich habe das Buch in einem Rutsch weggelesen. Ich habe herzlich gelacht. Ich glaube, jeder wird diese Geschichte lieben. Ein hübscher Mensch. Kunststück. Er hat ja auch drei Väter.